den Spielen. Atme tief ein. Riechst du den Duft der Begeisterung? Soll das jetzt etwa die ganze Zeit so weitergehen? Bei den Göttern, ja! Dann versuche ich schnell zu gewinnen. Komm schon, irgendwas musst du doch fühlen. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Wer wäre hier nicht beeindruckt? Das hier ist ein Ort unsterblichen Ruhms. Seid ihr gewiss, dass Hera und Zeus deine Leistungen genau beobachten werden? Oh, also kein Druck, hm? Vergiss das für den Moment. Lass uns den Anblick genießen und sehen, was Olympia zu bieten hat. Wunderschön, nicht wahr? Es ist wirklich beeindruckend. Aber schade, dass wir die Streitwagenrennen verpassen. Oh, die hätte ich so gern gesehen. Wir sollten uns alles ansehen und den Göttern danken, dass wir hier sein dürfen. An was hast du gedacht? Es gibt so viel zu sehen. Zum Beispiel der Tempel des Zeus, der Altar des Zeus und natürlich der Olympische Baum. Wir sollten Zeus ein Opfer bringen und um Glück bei den Spielen bitten. Dass ich einmal eine Opfergabe an die Götter in Olympia erlebe. So etwas habe ich wirklich noch nie gesehen. Und das ist noch gar nichts. Am letzten Tag werden sie 100 Stiere als Hekatombe zu Ehren Zeus schlachten. Ich krieg Hunger. Das ist nicht für Leute wie uns. Was stimmt denn mit uns nicht? Mein Freund hier würde gern diese Opfergabe probieren. Ich habe auch Drachmen. Ein paar Drachmen kann ich schwerlich ablehnen. Köstlich. Hab Dank, mein Freund. Aber gern. Ich weiß ja, wie viel dir das bedeutet. Also dann, wir haben hier genug Zeit verbracht. In der Tat. Gehen wir. Wir sind in Olympia. Da muss man den Tempel des Zeus besuchen. Ja. Sinken würdest. Spiel bloß nicht das Unschuldslamm. Dafür wollte ich dir den Hals umdrehen. Ja, genau. Sei dein wahres Gesicht. Ihr Dora, sein Ding als Hals. Naja. Ich habe gehört, es gilt als eines der Weltwunder. Es ist von deinem Freund, dem Bildhauer Phidias. Freund würde ich nicht sagen. Selbst Bekannter wäre noch übertrieben. Spürst du nicht auch die Präsenz von Zeus und Hera, wenn du hier stehst? Ich hielt das für den Wind. Verspotte die Götter nicht. Tut mir leid. Ich will nicht, dass meine Gefühle deinen Tag überschatten. Denk nicht, dass die Götter dich quälen wollen, sondern dass ihre Hände dich zu Großem geformt haben. Mich haben keine Hände geformt. Falls die Götter mich kennen, sehen sie nur schweigend zu. Ah, komm, wir verschwinden von hier. Aber du hast Glück. Mein Glaube reicht auch für uns beide. Ich möchte den Olympischen Baum sehen.
Ανάκρουσε πρίμναν. Wir sehen uns einen Baum an? Keinen gewöhnlichen Baum. Das ist der gesegnete Baum, aus dem die Kotinos der Sieger geflochten werden. Ich würde Drachen in einem Kranz vorziehen. Ein Kotinos ist kein gewöhnlicher Kranz. Die Olivenzweige werden von Kindern gepflückt und zum Tempel der Hera gebracht. Dort flechten die Helanodike, die Preisrichter, die Kränze. Ich schätze, Kränze lassen sich leichter nach Sparta tragen als Gold. Wenigstens siehst du ein, dass sie praktisch sind, auch wenn du ihren wahren Wert nicht erkennst. Barnabas? Ja? Ich muss dir danken. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr abgelenkt. Nein, deine Gesellschaft hat es nur noch schöner gemacht. Ein Schwarm Harpien könnte meine Laune nicht trüben. Wir sind in Olympia. Du trittst an und ich bin sicher, du gewinnst.